Steigen wir direkt mal ein in die Präsentation, damit wir auch ausreichend Zeit für die Fragen haben. Ich habe das mal so ein bisschen vorbereitet hier, wie das aussieht, wenn man ein Startup gründet. Und ja, wer sollte da aber keine Angst haben, so kompliziert kann es durchaus sein. Und so kompliziert ist es auch auf jeden Fall in späteren Schritten und Stufen. Aber ganz zu Beginn können wir es wirklich ganz simpel runterbrechen. Wenn wir von Gründen im Journalismus oder im Medienbereich sprechen, gibt es im Endeffekt grob drei Bereiche. Das eine ist eben die klassische Selbstständigkeit. Also ich mache mich einfach als Journalist, als freier Journalist selbstständig. Dann gibt es eben die Möglichkeit, eine Produktionsfirma oder eine Agentur zu gründen. Also klassische Fernsehproduktionsfirmen zum Beispiel kommen da in Sinn. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, ein Startup zu gründen. Ein Startup unterscheidet sich eben von der Produktion, von der klassischen Selbstständigkeit dadurch, dass es eher technologiegetrieben ist, quasi. Und Technologie in der Regel halt auch eine Rolle spielt. Ja, also das ist, glaube ich, wichtig, weil da in der Diskussion um Gründung im Journalismus gerne ein bisschen was vermischt wird. Also gerade Produktionsfirmen und Startups, da ist die Trennung relativ unklar. Ich konzentriere mich heute alleine auf den Bereich Startup. Ja, und jetzt haben wir wahnsinnig viel über Startups in den letzten Monaten und Jahren gehört und ihr habt ja offensichtlich auch alle ein Interesse dran, sonst wärt ihr nicht hier. Und ich habe natürlich auch Interesse, sonst würde ich nicht drüber erzählen und hätte auch selber keins gegründet. Aber ich muss erwähnen, dass mein Optimismus und mein Enthusiasmus so ein bisschen gelitten hat, weil ich das Gefühl habe, wir hypen da gerade tatsächlich ein bisschen mehr als die Realität tatsächlich hergibt. Also insofern, ja, so ein skeptisches Eulengesicht vorneweg geschickt und auch eine skeptische Slide sei erlaubt. Dann danach geht es im Endeffekt nur noch mit konkreten Tipps an die Gründung weiter. Also ich finde aber wichtig, dass man sich bewusst macht als angehender Gründer, ob tatsächlich die Startup-Gründung so dringend sein muss, weil man muss sich bewusst machen, 9 von 10 Startups scheitern, das ist grundsätzlich so. In den Journalismus würde ich sagen, ist wahrscheinlich noch höher, ja, da kann man wahrscheinlich mit 95% sprechen, einfach weil es ein sehr undankbarer Markt ist. Besonders halt in Deutschland, weil der Markt nochmal besonders klein ist, was einfach erschwerend hinzukommt. Man muss sich gewiss sein, dass man einfach 60 Stunden und mehr arbeitet und das Privatleben darunter natürlich sehr leidet. Und man sollte sich, finde ich fast das Wichtigste, ob das, was man jetzt auf die Welt loslassen möchte, ob es das tatsächlich unbedingt braucht. Ja? Also ob es das nicht eben in der Form vielleicht oder in einer ähnlichen Form schon gibt. Ja? Ob man vielleicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann, die was Ähnliches anbieten. Und nur wenn man der absolut festen Überzeugung ist, dass das, was man an dem man da arbeitet, die Idee, an der man arbeitet, dass es die tatsächlich in der Form noch nicht gibt und dass es die auch in absehbarer Zeit wahrscheinlich von niemand anderem umgesetzt werden gibt. Nur dann, denke ich, ist es tatsächlich anzuraten, ein Startup zu gründen. Ja, und dann ist natürlich eine wichtige Frage, habt ihr das richtige Team? Dazu gehört dann vor allem der Entwickler und daran scheitert es in den meisten Fällen auch schon. Der Entwickler sind sehr schwer zu bekommen, einfach weil ein großer Konkurrenzkampf um sie herrscht und im Journalismus nicht so viel Geld ist, um da bei den Honorar-Bieter-Wettkämpfen quasi mitzuhalten. Und dann habt ihr halt schon mal in einer Festanstellung gearbeitet. Also ich bin leicht skeptisch bei bei Gründerinnen, die direkt nach dem Studium anfangen. Kann natürlich funktionieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass es ein guter Test ist, mal in der Festanstellung zu arbeiten. Weil in der Regel merkt man dann ganz schnell, dass also Gründer merken in der Regel dann ganz schnell, dass die Festanstellung einfach nicht funktioniert für sie. Und wenn man das einmal miterlebt hat, dass man nicht der Typ ist, der in der Festanstellung arbeiten kann, dann macht das beziehungsweise eine andere Form von Selbstständigkeit zu starten deutlich leichter. Man ist einfach im Endeffekt ist, eine Festanstellung ist keine Option. Dieser Weg ist eigentlich versperrt für einen. Ja? Und das klingt jetzt irgendwie negativ, ist aber, denke ich, positiv, weil es einfach den Fokus auf die Gründung ganz klar schärft. Okay, aber jetzt genug warnende Worte quasi vorangeschickt. Jetzt starten wir los mit der Gründung. Und grundsätzlich kann ich es, ich gehe vielleicht erst nochmal zurück, vielleicht abschließend hier, grundsätzlich kann ich es aus einem Aspekt tatsächlich jedem raten, der Lust hat, das zu versuchen, weil auch wenn ich
grundsätzlich skeptisch bin, dass man mit Startups und Journalismus-Startups in Deutschland nachhaltige Geschäftsmodelle so einfach aufbauen kann. Also die Wahrscheinlichkeit zu scheitern ebenso groß ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass man aber, egal wie es ausgeht, unfassbar viel lernt, viel mehr als man in einer Festanstellung oder in einem weiteren Bachelorstudium oder was auch immer lernen könnte, die halte ich für nahezu 100%. Ja. Also ich habe in meinem Leben, ich habe Bachelor, Master studiert, habe eine Berufsausbildung gemacht, habe Volontariat gemacht, habe als Festangestellter gearbeitet. In keiner Periode habe ich so schnell so wahnsinnig viel gelernt, wie in der Zeit, als ich eben ein Startup gegründet habe. Und ich glaube, so geht es allen. Insofern, genau, gehen wir in die Gründung rein. Zu Beginn muss man drei verschiedene Phasen von so einem Startup-Lebenszyklus unterscheiden. Ja? Also ein Startup fängt natürlich ganz am Anfang an als Idee und jetzt geht es darum, diese Idee umzusetzen. Und Geld spielt bei natürlich jeder Phase, bei jeder Lebensphase von so einem Startup eine entscheidende Rolle. Und es gibt eben verschiedene Finanzierungsformen, je nachdem, in welcher Lebensphase eines Startups ich mich gerade befinde. Also jetzt schauen wir uns die erste Phase an. Das ist eben die Ideenphase, die Prototypenphase. Da ist es in der Regel so, dass man drei Geldquellen auftun kann. Das sind eines Angel-Investoren, das heißt also, das sind Privatpersonen, die einem Geld geben, teilweise gegen Anteile, teilweise gegen Gewinnbeteiligung, teilweise als Kredit. Dann gibt es die drei Fs, Fools, Friends and Family, also bisschen böse übersetzt, Idioten, Familie und Freunde, die einem da Geld geben. Und dann gibt es also im Endeffekt, das ist zum einen Seedkapital, zum anderen gibt es eben auch Institutionen, die sogenanntes Seedkapital zur Verfügung stellen. Ja, und dann in der nächsten Phase, das ist die sogenannte Wachstumsphase, gibt es dann eben das Venture-Kapital. Da geht es dann tatsächlich darum, dass man Geld bekommt, aber Anteile abgibt. Und dann steuert das Startup auf den Exit zu. Ja? Und mit dem Exit endet eigentlich der klassische Startup-Zyklus. Ja? Dann ist es einfach entweder in einer anderen Firma aufgegangen. Ja? Das ist die eine Form von Exit. Das heißt also, irgendein anderes Startup und eine andere Firma kauft einen. Die andere Form von Exit ist der sogenannte IPO. Das heißt also im Englischen steht es für Initial Public Offering. Auf Deutsch ist es einfach der Börsengang. Ja, das sind die zwei Möglichkeiten, die im Endeffekt ein Startup aufhört, ein Startup zu sein, sondern dann eben ein börsennotiertes Unternehmen wird oder in einem anderen Unternehmen aufgeht. Okay, aber bevor wir jetzt weiter in diese Details hier einsteigen, kommen wir einfach jetzt zur wichtigsten Frage. Wie komme ich eben an Geld ran in der Phase, in der ich mich gerade befinde? Weil das ist in meiner Erfahrung eben auch tatsächlich der ganz entscheidende Punkt gewesen. Ja, wir alle haben bestimmt schon zig Ideen gehabt, die funktionieren könnten. Das Problem ist immer nur, wie schaffe ich es, diese Idee tatsächlich, also wie schaffe ich es, aus einer Idee Realität werden zu lassen? Und in den allermeisten Fällen brauche ich dafür externes Kapital. Also es braucht irgendjemanden, der mir Geld gibt, um meine Ideen zu setzen. Und da muss ich einfach verstehen, das machen die wenigsten Menschen einfach so oder die wenigsten Institutionen. In der Regel wollen die was als Gegenleistung oder ich muss einfach verstehen, was ist so das Kalkül hinter den Geldgebern? Was gibt es da? Und was muss ich dann eben beachten? Genau. Und da steigen wir jetzt ein. Also Pre-Seed, wie gesagt, das sind diese drei Fs in der ersten Phase, Fools, Friends und Family, um eben in Ergänzung Seed-Kapitalgeber, Institutionen. Genau, und ich werde euch jetzt einfach ganz konkret und hands-on Institutionen und Ansprechpartner nennen, die euch in der ersten, ganz frühen Phase, noch bevor ihr einen Prototypen habt, eben Geld geben, um aus eurer Idee Realität werden zu lassen. Jetzt sehe ich hier gerade die Frage, wirst du über Crowdfunding sprechen? Das werde ich kurz tun auf jeden Fall. Ich werde euch später auch auf jeden Fall noch, also wenn du konkrete Fragen hast, wieder noch beantworten. Ich selber habe schon einige Erfahrungen in dem Bereich. Ich war ja bei Crowdreporter mit dabei, das war bis dato die größte Crowdfunding-Aktion. Ich habe mit Tame damals Crowdinvesting gemacht als eines der ersten Unternehmen in Deutschland. War da in zwei sehr großen Kampagnen involviert und kann da schon einiges zu erzählen. Ich habe noch eine ganze Episode, eine ganze Webinarfolge, die sich um das Thema dreht. Deswegen wollte ich da jetzt nicht zu tief einsteigen. Aber wenn es konkrete Fragen gibt, gerne im Anschluss. Okay, dann fangen wir an mit dem
mit dem ersten Geldtopf, sage ich mal. Da bin ich auch der Transparenz willen, muss ich das erwähnen, da bin ich mit Herausgeber einer der Direktoren. Voga ist die Organisation, um die es geht. Voga Innovation Media Lab nennt sich das. Wir haben zwei verschiedene Schienen im Endeffekt. Das eine klassische ist das Innovationsstipendium. Da kriegen Gründer 3.000 Euro einmalig. Und nehmen Teil an einem Mentorship-Programm. Wir suchen uns dafür immer Medienpartner. Also in der Vergangenheit haben wir das mit Spiegel gemacht, mit der Zeit, mit Spiegel Online. Und machen das jetzt auch wieder. Leider ist aber gerade die Deadline verstrichen. Aber behaltet einfach den Namen im Blick Googles und guckt euch einfach, wenn die nächste Deadline dann ansteht. Wir kooperieren. Das ist eine, also das ist das klassische Stipendium. Jetzt haben wir mit Hilfe von Google noch eine zweite Förderschiene aufmachen können und das ist das sogenannte Fellowship-Programm. Da arbeiten wir jetzt mit einem Startup zusammen, X-Minutes heißt es, von Datenjournalisten Marco Maas. Und Google hat jetzt in Zusammenarbeit mit uns eine andere Form von Stipendium aufgegleist. Da kann man bis zu 8.200 Euro bekommen für ein Stipendium, das 6 Wochen dauert und ist in der Zeit im Endeffekt Teil der X-Minutes-Crew, des Teams und genau arbeitet da ganz intensiv und kriegt dafür eben aber auch eine Entlohnung. Also wie gesagt, einmal das Fellowship-Programm, einmal das normale Stipendium. Einfach im Netz nachgucken, jetzt sind wieder, leider wie gesagt, die beiden Deadlines gerade verstrichen. Dann haben wir das Media Lab Bayern, mit denen kooperieren wir übrigens auch. Unabhängig davon macht das Media Lab Bayern aber eben auch eine eigenständige Förderung. Auch das Media Lab Bayern hat zwei verschiedene Förderschienen. Das eine ist das Media Entrepreneurship Programm, da geht es nicht um Geld, sondern das ist im Endeffekt, das richtet sich an Leute, wie ich vorhin auch schon gesehen habe, in der Umfrage rauskam, Leute, die sich grundsätzlich fürs Gründen interessieren, die aber im Endeffekt nicht mehr haben als eine Idee und auch noch nicht wirklich viel Erfahrung. Aber genau an die Leute richtet sich dieses Programm. Da kriegt man kein Geld, aber man nimmt teil an so einer Art Schule für angehende Gründer. Das heißt also, man hat Mentoren, man kriegt bestimmte Skills beigebracht, wie Design Thinking. Und das hat ungefähr so einen Rahmen, einen Arbeitsaufwand von 10 Wochenstunden, kostet eben nichts, gibt aber eben auch kein Geld. Also ist im Endeffekt eine Art Crashkurs in Gründen. Dann gibt es Media Startup Fellowship und da winken dann eben 10.000 Euro für die Entwicklung eines Prototypen. Auch da gibt es wieder ein Mentorship-Programm und Coaching, also auch da kann man sich halt bestimmte Skills wie Projektmanagement, die Kommunikation mit Entwicklern, Design Thinking, sowas halt beibringen lassen. Man kriegt auch einen Arbeitsplatz und man nimmt halt profitiert von dem Zugang zum Netzwerk. Dann kommen wir zum nächsten, das ist die Digital News Initiative. Also das hat, denke ich, im letzten Jahr somit die größten Schlagzeilen verursacht. Google ist eben groß jetzt in den Bereich der Innovationsförderung eingetreten und hat verschiedene Förderprogramme aufgesetzt. Das muss ich leider, das sollte 50.000 Euro heißen. Das ist die erste Förderschiene. Also insgesamt gibt es 3 verschiedene Förderschienen. Wir sind jetzt aber noch in diesem Pre-Seed-Bereich. Also das heißt, ihr habt noch keinen Prototypen, ihr habt noch kein Produkt. Für den Bereich stellt Google 50.000 Euro zur Verfügung. Ja, und alles, was ihr dafür tun müsst, ist halt eine Projektskizze einzureichen halt überzeugen. Und was die Kriterien sind, da kann ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen, aber guckt euch da einfach mal die Webseite von der Digital News Initiative ein. Ganz wichtig, im Gegensatz zu den weiteren Förderschienen, wo es eben deutlich mehr Geld gibt, müsst ihr hier auch selbst kein Geld einsetzen. Also ihr braucht kein eigenes Geld und Google bekommt auch keine Anteile. Das ist ganz wichtig. Dann eine ganz neue Sache. Und wie mit allen neuen Sachen habt ihr da den Vorteil, dass die Konkurrenz noch relativ dünn ist. Ja. Das ist der Prototype. Das ist jetzt muss ich mich leider auch, ich habe gerade nicht auf dem Schirm, von welchem Ministerium das aufgesetzt wurde, aber es ist auf jeden Fall mit Unterstützung eines, ich glaube, des Bildungsministeriums aufgesetzt und der Open Knowledge Foundation. Ja, das ist der Projektpartner, der sich im Endeffekt um die Konzeption des Programms gekümmert hat. Dafür kriegt man 30.000 Euro. Die einzige Bedingung ist im Endeffekt, dass der Code, der da entwickelt wird, also das ist ganz wichtig, es geht ja um technische Produkte, ja nicht um inhaltliche Startups, sondern wirklich um technologiegetriebene
Projekte. Dieser Code, der da entsteht, der muss halt unter der Open Source Lizenz veröffentlicht werden. Aus der Beschreibung, ich lese hier ganz kurz vor, an was es sich richtet, die richten sich an Projekte im Bereich Civic Tech, Data Literacy und Datensicherheit. Ja, und das klingt jetzt sehr speziell, aber mit den mit einem der, der Konzepte quasi gesprochen. Tatsächlich ist es so, dass das relativ breit ausgelegt wird. Also das heißt, wenn ihr etwas habt, wo ihr einen öffentlichen Nutzen klar machen könnt, und im Journalismus lässt sich im Endeffekt sehr, sehr viel über diese gesellschaftliche Bedeutung und auch über so eine Art Medienkompetenz verargumentieren, dann habt ihr da gute Chancen. Der einzige Pferdefuß ist, das richtet sich an Entwickler. Also ihr könnt euch dann nicht als, als Journalist bewerben. Ihr müsst Entwickler sein, ihr müsst entwickeln können. Es gibt aber, auch da ist halt ein bisschen Kreativität gefragt, wenn ihr jetzt einen Entwickler kennt, der sagt, er würde gerne mit euch zusammenarbeiten und eure Idee umsetzen, der aber dafür eben auch Geld sehen möchte, dann könnt ihr natürlich mit dem vereinbaren, passt auch, ihr beschreibt die Idee, ihr schreibt im Endeffekt die Projektskizze und dann wird es halt in seinem Namen eingereicht. Er setzt es auch tatsächlich dann um, ja, das ist insofern völlig legitim, er kriegt Geld für das, was er auch leistet, aber so kommt ihr im Endeffekt über Umwege halt dazu, dass aus eurer Idee Realität wird. Also kann ich sehr empfehlen, da habt ihr noch 25 Tage für die Bewerbung, also es ist noch Zeit und jetzt ist die erste Bewerbungsrunde, soweit ich das absehen kann, ist das auch noch relativ unter dem Radar. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das zu nehmen. Okay, dann kommen wir zum Medieninnovationszentrum Zentrum Babelsberg. Da habe ich auch eine Zeit lang für gearbeitet und habe Startups betreut. Ich kann euch da direkt auf die größte Hürde hinweisen, aus meiner Erfahrung, wo die meisten Startups gescheitert sind. Das ist die technologische Innovation. Ja. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass ihr hier nachweisen könnt, dass ihr etwas macht, was nicht nur inhaltlich innovativ ist, was zum Beispiel bei Voca völlig ausreicht, ja, inhaltliche Innovation. Hier muss es einfach technologisch innovativ sein. Und technologische Innovation ist zumindest damals so definiert worden, vielleicht hat sich das geändert, dass es technisch das in der Form in Deutschland auch nicht geben darf. Also wenn ihr etwas umsetzt, was es in der Form im Ausland schon gibt, macht es aber zum ersten Mal in Deutschland, dann ist es okay. Aber ihr könnt jetzt nicht zum Beispiel, keine Ahnung, eine Multimedia-Reportage, eine Scroll-Doku oder sowas machen, weil das gab es einfach schon. Aber ansonsten ist es ein sehr spannendes Programm. Ihr könnt bis zu 50.000 Euro bekommen, beziehungsweise stimmt nicht ganz, die Projektförderung ist 50.000, also ihr habt ein Budget von 50.000 Euro. Tatsächlich müssen aber 25% davon aus eigenen Mitteln kommen. Also das heißt, das MIZ gibt euch 22.500, wenn ich richtig gerechnet habe oder richtig erinnere, und der Rest muss von euch. Ihr müsst aber auch nicht die 50.000 Euro anstreben. Ja? Das heißt, wenn ihr ein kleineres Projekt einreichen wollt, dann ist eben euer Anteil dementsprechend auch geringer. Auch da gibt es wieder ein Mentorship-Programm. Ihr habt zusätzlich 1.500 Euro für ein Coaching. Das könnt ihr völlig flexibel einsetzen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, brauche ich zum Beispiel nochmal Beratung, was einen Gesellschaftervertrag betrifft, brauche ich Beratung für verschiedene Unternehmensformen, brauche ich eben auch da wieder Beratung, wie organisiere ich ein Softwareprojekt, was ist Design Thinking genau. Das bestimmt ihr und habt dann eben 1.500 Euro, um euch da ja, Input zu holen und um Wissen quasi anzuhalten. Ihr bekommt einen Arbeitsplatz in Babelsberg und habt Zugriff auf ein sehr professionelles und modernes Hörfunk- und Fernsehproduktionsstudio, für das ihr natürlich dann nichts zahlen müsst. Ihr habt auch technische Betreuung, das ist wirklich super. Das MIZ ändert die Programme, das Programmdesign, die Kriterien auch häufig. Wir haben auch noch andere Förderprogramme, wie zum Beispiel das Formatfestival. Ja, da geht es nicht um technische Innovation, sondern um inhaltliche Information, Innovation. Insofern, das ist im Endeffekt jetzt auch nur ja, so ein Schlaglicht, das ich hier auf das Förderspektrum werfe. Auch da meine Empfehlung, guckt einfach im Netz. MIZ-babelsberg.de, glaube ich, ist die Adresse. Ansonsten einfach Medieninnovationszentrum Babelsberg googeln und dort gibt es einen Bereich Förderung und da kriegt ihr genau den Überblick. Ihr könnt euch auch den Newsletter eintragen, kann ich euch auch empfehlen und da werdet ihr dann auch permanent über neue Fördermöglichkeiten auf dem Laufenden gehalten. Hier dann Grow. Da haben wir vorhin auch kurz vor der Aufzeichnung schon drüber gesprochen. Das ist somit das neueste Förderprogramm im Journalismus. Wird von Netzwerk Recherche und der Schöpin-Stiftung betreut. Und da gibt es für junge Gründer, was ich halt sehr spannend und auch vorbildlich finde, mit einer Verpflichtung zum Non-Profit-Journalismus, ja, weil davon, denke ich, braucht es auf jeden Fall mehr in Deutschland, davon haben wir zu wenig, gibt es 2.000 Euro. Was ich
ehrlicherweise ein bisschen schwierig finde, ist halt, dass es mit 2000 Euro sind. Also man muss ein bisschen realistisch sein, denke ich. Der Aufwand für so eine Bewerbung, der muss sich schon irgendwie auch rechtfertigen mit dem, was man am Schluss bekommt. Und 2000 Euro sind meiner Meinung nach nicht allzu viel. Also es ist toll, dass da etwas gemacht wird, aber wenn da vielleicht noch irgendwie andere Förderer an Bord kämen und man einfach mehr anbieten kann als 2000 Euro, weil man wirklich abwägen muss, lohnt sich da der Aufwand überhaupt. Ja, dann kommen wir zu dem meiner Meinung nach besten Förderprogramm. Das haben wir damals mit TAME auch bekommen. Das ist Exist. Exist richtet sich an Hochschulabsolventen. Das ist eine Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium in Kooperation mit Hochschulen und mit Fördermitteln der EU. Und das wirklich Großartige ist da, dass man einfach ein Jahr lang so das Rundum-Sorglos-Paket bekommt als Gründer. Ja? Und zwar nicht als Einzelperson, sondern bis zu drei Personen kriegen das. Also das heißt, man kann da eben ein Gründerteam zusammensuchen und jeder Gründer bekommt, je nachdem, was für einen Abschluss er hat, zwischen 2.000 und 3.000 Euro im Monat. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Man kann da mal, man sollte auch auf jeden Fall mit dem Finanzamt da Rücksprache halten, ob das zu versteuern ist. Das handhaben verschiedene Finanzämter unterschiedlich. Aber wenn man mit dem Finanzamt da eine Regelung findet, in der Regel kann man das gut verargumentieren, das ist auch, finde ich, gerechtfertigt, dann werden das Stipendium nicht versteuert und dann ist es tatsächlich ein super Startguthaben oder ein Startkapital, mit dem man tatsächlich sich voll und ganz auf sein Startup konzentrieren kann. Was dazu kommt, ist ein Kinderzuschlag, wenn man schon Kinder hat, und vor allem die sogenannten Sachausgaben. Also das heißt, man hat nochmal on top 30.000 Euro, die man nutzen kann, um zum Beispiel Computer anzuschaffen, um Designer zu bezahlen. Also wie man diese 30.000 Euro verwendet, das bleibt dann völlig freigestellt. Man muss natürlich immer verargumentieren, dass es einfach dem Unternehmenszweck natürlich dient. Ja. Und dann nochmal obendrauf gibt es 5.000 Euro fürs Coaching. Also auch da eben wieder, wenn man juristische Beratung braucht, wenn man irgendwie steuerliche Beratung braucht, da kann man eben dieses Geld einsetzen. Und die Hochschulen stellen in der Regel auch noch einen Arbeitsplatz zur Verfügung und haben nochmal eigene Coaches. Also ich finde, das ist tatsächlich, was auch noch dazu kommt, ist, es muss wirklich kein einziger Anteil abgegeben werden. Also man kriegt insofern also um die 100.000 Euro, was wirklich eine Menge Geld ist, ohne Anteile abzugeben und ohne dass andere Leute Mitspracherecht haben. Ja, jetzt wird hier gerade gefragt, die Möglichkeiten bei der EU. Ja, habe ich gemacht zum Teil. Also ich war damals mit TAME im Horizon 2020-Programm in mehreren Stufen dabei, mit mehreren Anläufen. Bei mir hat es nicht geklappt. Du hast aber recht, ja. Das ist ein ganz wichtiger Top, den auch viele nicht auf dem Schirm haben. Es ist wahnsinnig bürokratisch, also der Aufwand ist enorm. Ich würde mir auf jeden Fall vorher ich würde mich beraten lassen bei Teams, die das schon mal gemacht haben. Wer da konkretes Interesse hat, ich kann da gerne vermitteln. Ins Blaue würde ich mich da nicht bewerben, dafür ist es zu viel Aufwand. Aber es ist eine gute Idee. Das sind unter die wirklich größten Töpfe, die es gibt. Aber eben auch die mit den meisten bürokratischen Fallstricken. Aber genau, das Programm Horizon 2020 ist tatsächlich ziemlich vorbildlich, sehr üppig ausgestattet und hat auch eben verschiedene Eintrittsstufen quasi. Also ich kann mich als Unternehmen in der Wachstumsphase bewerben, dann geht es wirklich um Beträge in Millionenhöhe. Ich kann mich aber eben auch mit einer Idee bewerben. Dann geht es um 50.000 Euro, glaube ich, auch da ist das Limit. Brauche aber eben auch noch nicht mehr als ein wirklich überzeugendes Konzept. Okay, dann kommen wir auch zum Seed. Da kann euch Pauline auch direkt kurz was zu erzählen, weil Pauline hat die Förderung bekommen, oder beziehungsweise das Investment ist das dann in dem Fall, weil in der Seed-Phase sprechen wir jetzt eben wirklich davon, dass man Anteil auch abgibt. Das heißt, das sind eben nicht mehr quasi Anschubhilfen, wo man keine Anteile abgibt, sondern das sind richtige Investments. Da geht es im Bereich zwischen 25.000 und 50.000 Euro und dann gibt man halt 5 bis 10% der Anteile ab. Aber genau, hast du da vielleicht irgendwie ganz kurz zwei, drei Sätze? Genau, letztes Jahr war der erste Batch von Project Flying Elephant. Der Sitz ist in Berlin. Da hat man eben auch Coworking Space. Du hattest es geschrieben in deiner Slide mit Arbeitsplatz. Vor allem geht es halt auch um Workshops, dass man quasi rangeführt wird an die Gründung, beziehungsweise die meisten haben dann schon gegründet, ja, an das Wachsen, an das
dass man ein erfolgreiches Geschäftsmodell auf die Beine stellt. Das ist so das, woran es bei manchen immer noch hapert, vor allem bei den Content-Startups. Wir haben 4 Content-Startups gehabt und 4 Tech-Startups und jetzt war der zweite Batch. Da ist wieder der Schwerpunkt eher auf Tech und das ist tatsächlich ein bisschen bedauerlich, weil es insgesamt, das wirst du sicherlich auch gleich erwähnen, sehr wenig Programme gibt für Content-Startups im Bereich Inkubatoren und Accelerator in Deutschland. Das wäre Ja. ganz gut. Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich leider so, ne? Und zwar in jeder dieser Lebensphase, also egal ob es irgendwie ganz am Anfang in der Ideenphase oder wenn man halt schon ein laufendes Unternehmen hat, fast alle Gelder sind daran gekoppelt, dass es eben um technische Innovation geht. Ja, für die Inhalteproduktion lassen sich echt schwer Fördertöpfe finden. So finde ich das auch schade, dass jetzt da der Fokus sich auch leicht verschoben hat. Dann kommen wir zur zweiten Stufe der Digital New Initiative. Da winken dann bis zu 300.000 Euro. Da muss man eben aber auch mehr haben als eine Idee. Da braucht man eben schon Prototypen, mindestens, wenn nicht sogar schon eben ein laufendes Unternehmen, ein laufendes Startup. Und man muss eben 30% Eigenanteil immer noch abbilden. Ja? Das heißt, man braucht also schon Geld. Dann gibt es den Axel Springer Plug and Play. Da gibt es 25.000 Euro gegen 5% Unternehmensbeteiligung und Mentoring, Arbeitsplatz. Alles inklusive und natürlich die Aussicht, wenn man das denn möchte, im Anschluss eben innerhalb von diesem Springer-Konzern halt noch zu wachsen. Ja, das ist, glaube ich, so der große Vorteil, wenn man keine Vorbehalte gegen Springer hat, von diesem Accelerator-Programm. Dann gibt es den Next Media Accelerator. Da kriegt man 50.000 Euro und also bis zu 50.000 Euro verschiedene Stufen und gibt dafür zwischen 3 und 10% ab. Die sitzen in Hamburg. Entschuldigung, da stimmt die Überschrift nicht, das ist eben Next Media Accelerator, ist aus der dpa herausgeboren mit einer Reihe von Kooperationspartnern. German Accelerator habe ich auch damals mitgemacht. Wenn der da Interesse hat, den kann ich da gerne auch mehr zu erzählen. Das sieht so aus, dass man einfach 3 Monate lang im Silicon Valley Mentorship-Programm bekommt, Intros mit Investoren vorgestellt, wenn die Idee reif genug ist und kriegt einen Arbeitsplatz im Silicon Valley. Die Visas werden einem bezahlt, ansonsten nichts. Ja. Das heißt also, für mich war das auch eine relativ kostspielige Angelegenheit bei Lebenshaltungskosten. Das habt ihr, glaube ich, bestimmt auch schon gehört. In San Francisco sind einfach obszön hoch und die muss man irgendwie stemmen. Jetzt kommen wir schon zur letzten Phase, der Growth-Phase. Also das heißt, da müsst ihr im Endeffekt schon wirklich ein gut laufendes Startup haben mit ordentlich Umsatz. Ihr müsst noch keine Gewinne notwendigerweise haben, aber es muss eben ganz klar erkennbar sein, dass das Ding halt richtig wächst. Weil jetzt geht es um halt richtig viel Geld, jetzt geht es um die Millionenbeträge. Und da haben wir auch tatsächlich nur eine Slide, das ist die letzte Slide, weil da haben wir so gut wie niemanden in Deutschland. Es gibt so gut wie keine großen Investoren, die bereit sind, in journalistische Startups zu investieren. Einige wenige Ausnahmen sind Axel Springer, die jetzt zum Beispiel in Blendl eben investiert haben, die natürlich viel im Ausland investieren, aber es auch kennzeichnet, ja, in Deutschland haben die meines Wissens nach noch kein einziges Startup mit Journalismusbezug mehr als 1 Million gesteckt. Dann haben wir BNP, die sind ganz unbekannt. Die haben aber zum Beispiel Brand 1 finanziert, ja. Also insofern auch haben Geld gegeben für ein Content-Unternehmen, quasi kein klassisches Startup, aber eben deswegen vielleicht umso spannender. Wer da aber Interesse hat, wir waren mit denen auch mal im Gespräch. Ja, kontaktiert mich da am besten vorher nochmal. Gibt es schon einiges auch noch zu beachten. Ja, und dann gibt es Kienbaum, auch ein VC, der, glaube ich, aus einer Unternehmensberatung heraus entstanden ist. Die auch ein Startup finanzieren, aber da muss ich jetzt auch gerade gestehen, da fällt mir der Name gerade nicht ein. Auch da könnt ihr mich gerne nochmal im Nachgang fragen. Und dann würde ich jetzt, weil ich eh schon drin bin, nur noch eine Empfehlung rausschicken, und zwar den Podcast Startup. Da geht es um einen Radioproduzenten, der eben die Entscheidung fällt, selbst ein Startup zu gründen. Und diese Reise von der Idee zur Gründung wirklich extrem unterhaltsam, aber auch ganz, ganz viel super viel spannende Informationen versehen, Startup-Serie halt aufgenommen hat, festgehalten hat. Es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, das sich da durchzuhören, und man lernt wahnsinnig viel. Also wer da Interesse hat, hört euch das an. Vielen Dank, Frederik, für deinen Input. Und zwar würde mich interessieren, du warst eben auch in den USA. Da gibt es ja sehr viele Startups. Der wesentliche Unterschied zwischen der Mentalität, Startups zu gründen in Deutschland und in den USA. Ja, also in Amerika gibt es halt ein ganz anderes Ökosystem für Startups. Das heißt also, also erstens
gibt es viel mehr Möglichkeiten, an Geld zu kommen in den späteren Phasen. Das macht, glaube ich, einfach irgendwie die Entscheidung, wage ich das oder wage ich das nicht, einfacher. Und dann gibt es natürlich die viel zitierte Fehlerkultur. Das heißt also, im Silicon Valley ist es tatsächlich überhaupt kein Stigma, zwei, drei Gründungen halt irgendwie in Sand gesetzt zu haben. Im Gegenteil, man ist eigentlich eher skeptisch, wenn jemand mit der Erstgründung halt irgendwie gleich das große Geld möchte. Also insofern gibt es da halt eine ganz andere Fehlertoleranz. Das ist in Deutschland, also ich denke, inzwischen sind wir da schon auch ein bisschen weiter, aber es ist natürlich längst noch nicht so ausgeprägt wie in Amerika. Vielleicht kannst du Und ein weiterer Unterschied ist, glaube ich, auch die Naivität. Also ich glaube, die Deutschen sind halt einfach tatsächlich noch sehr naiv, wenn es ums Gründen geht. Also ein ganz klassischer Anfängerfehler, sage ich mal, ist, dass man halt immer nur auf der Suche nach der nächsten Finanzierungsrunde ist und zu wenig strategisch denkt, was da an Pferdefüßen halt noch mitkommt mit dem Geld. Ja, also wenn ich eben Geld nehme dafür, dass ich Anteile hergebe, muss ich halt ganz genau überlegen, was hat das für Konsequenzen für meine spätere Entwicklung. Dasselbe, da kann ich auch aus einem eigenen Fehler halt erwähnen, der wirklich fatal war, muss ich sagen. Wir wussten von Anfang an, dass wir nach Amerika gehen wollen, weil der deutsche Markt halt viel zu klein ist für das, was wir vorhatten. Was ich übrigens fast jedem raten möchte, der technologiebasiert arbeitet und deswegen ja viel Geld braucht. Der deutsche Markt ist für die meisten Ideen einfach zu klein. Wir haben dann Crowdinvesting gemacht. Und Crowdinvesting in Deutschland ist grundsätzlich durchaus empfehlenswert. Ja, wir haben damit bis auf diesen einen Punkt echt gute Erfahrungen gemacht. Aber dieser eine Punkt ist eben, wenn ihr nach Amerika wollt, müsst ihr im Endeffekt eine amerikanische Firma gründen und müsst eure Intellectual Property, nennt sich das, auf diese amerikanische Firma übertragen. Und an dem Punkt werden natürlich alle Leute, die Crowdinvesting Geld gegeben haben, sagen, damit machen wir nicht mit. Weil dann haben die im Endeffekt Anteile einer Firma, die nichts mehr wert ist, weil der Intellectual Property, der eigentliche Wert, eben transferiert wurde. Und das hat für uns halt damals so das Ende bedeutet für die Expansionspläne nach Amerika. Das ist so ein Beispiel eben aus bitterer eigener Erfahrung, dass man wirklich bei jedem Schritt gründlich überlegen muss, passt das eben in die Gesamtstrategie. Und da sind amerikanische Gründer in der Regel einfach besser informiert, weil da einfach das schon viel früher anfängt, dass man über solche Fallstricke auch eben erfährt und Bescheid weiß. Das ist jetzt bei Taken gewesen. Du hattest ja vorhin auch erwähnt, dass du bei den Krautreportern von Stunde Null dabei warst. Was war da deine wichtigste Lehre? Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Problem ist, aber man muss sich einfach bewusst machen, dass wenn man so viel Geld möchte, wie die Krautreporter damals wollten, wie jetzt im Endeffekt Perspective Daily auch wollten, muss man einfach wirklich extrem große Träume verkaufen oder eine extrem große Geschichte erzählen. Also es ist ein extrem mächtiges Werkzeug und ich finde fantastisch, dass es in der Bevölkerung wirklich die Bereitschaft gibt, solche Ideen mit solchen Summen zu unterstützen und es auch erkannt wird, dass Journalismus eben wichtig ist und unterstützt werden muss. Aber als Gründer muss man sich wirklich überlegen, kann ich das Versprechen, das ich abgebe, einlösen und falls nicht, wirklich gründlich überlegen, halte ich es denn aus, diese Kritik laufen dann eben über mich ergehen zu lassen? Wie gehe ich damit um? Was macht das mit mir? Das sind wirklich ganz entscheidende Fragen. Aber Gründer aus Prinzip stellt die Frage, welche Stadt ist denn am coolsten für die Gründung eines Medienstartups in Deutschland? Was würdest du sagen, Frederik? Ja, da bin ich natürlich jetzt voreingenommen. Also mir hat tatsächlich das Gründen in Berlin wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich komme ja eigentlich auch aus Bayern, also insofern bin jetzt nicht in Berlin groß geworden, aber zumindest damals, das war 2011, gab es tatsächlich keine andere Stadt, die halt ein vergleichbares Netzwerk geboten hat. Also es gibt hier so unfassbar viele Möglichkeiten, Wissen sich anzueignen in Veranstaltungen, andere Gründer zu treffen, die halt schon die ganze Reise hinter sich hatten. Und die Bereitschaft auch, das Wissen zu teilen, ist halt außerordentlich hier. Ich glaube aber auch inzwischen kann man das auch über Hamburg oder München sagen. Und das Großartige ist ja auch an der Digitalisierung in dem Punkt, gibt ja auch viel, viel Schlechtes, dass es am Ende des Tages auch wirklich egal ist. Also wenn ich unbedingt gründen möchte, ist es überall möglich. Es ist tatsächlich einfach nur in den Städten, wo es halt schon ein großes Netzwerk gibt, wo ich leicht Leute halt irgendwie um Hilfe bitten kann, ist es halt ein Stückchen einfacher. Tanja fragt, kannst du was zu langfristigen Einnahmen sagen? Werbung und oder Abonnenten? Welche Möglichkeiten an Erfahrungswerten von anderen Startups zu kommen gibt es denn? Und im Netz finden sich da sehr unterschiedliche Informationen. Vielleicht kannst du da
ein paar Sätze zu sagen. Also wenn man mit Inhalten arbeitet, gibt es ja durchaus einige Erfolgscases, die also Erfolgsfälle, die zeigen, dass man durchaus ein Geschäftsmodell daran festmachen kann oder darauf basieren kann, dass die Nutzer halt für die Inhalte zahlen. Also The Correspondent ist, glaube ich, das erfolgreichste Projekt, was man da nennen kann. Also das Vorbild der Crowdreporter aus den Niederlanden. Da gibt es jetzt aber eben auch bald schon 3 Jahre, ja, und die haben es auch geschafft, jetzt nicht mehr mit den Summen zu beginnen, aber sie haben es eben geschafft, laufend Einnahmen zu generieren durch ihre Nutzer, die dafür zahlen. Also insofern würde ich da schon auch von einem kleinen Erfolg sprechen. Also wenn ihr euch anschaut, was in der Vergangenheit halt nicht funktioniert hat, dann solltet ihr euch das natürlich schon skeptisch machen. Ja. Also wenn ihr eine Idee habt, die schon 5-mal probiert wurde und die 5-mal einfach gescheitert ist, sollte man es nicht ganz ignorieren, aber es muss halt auch nicht heißen, dass ihr dann mit derselben Idee eben 2 Jahre später keinen Erfolg habt. Also ich kann mich zum Beispiel noch ganz genau erinnern, dass 2012 haben mich irgendwie angehende Gründer mal gefragt oder haben mich kontaktiert und hatten eine Idee, die wirklich genau war wie Blender, also einfach iTunes für Journalismus. Und ich habe denen damals abgeraten, weil es einfach schon 5 Projekte in dem Bereich gab, die alle genau das versucht haben, alle phänomenal gescheitert sind. Und jetzt, 2 Jahre später, gab es dann eben Blendl. Ob die es jetzt schaffen, muss man auch erstmal gucken. Ja, das ist, glaube ich, auch alles andere als sicher. Aber sie haben natürlich jetzt schon, sie sind weitergekommen als alle zuvor. Also insofern, genau, Timing ist so unfassbar wichtig. Hier ist schon der dann, Stand von... Ja. Ja, mach ich weiter. Und die Erfahrungswerte von anderen Startups zu bekommen, das ist tatsächlich super, super einfach. Das wird auf Pauline genauso zutreffen wie auf mich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kontaktiert uns einfach. Und wenn wir jetzt nicht, also ihr könnt nicht sofort eine Antwort erwarten, das ist klar, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass Gründer total hilfsbereit sind, wenn es darum geht, halt irgendwie anderen Gründern zu helfen. Ja. Wichtig ist da immer nur, um die Erfolgsaussicht ein bisschen zu erhöhen, stellt wirklich ganz konkret Fragen. Also je vager irgendwie die Fragestellung ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man keine Antwort erhält, einfach weil für mich dann eben als Empfänger unklar ist, was ich genau jetzt hier antworten soll, und dann ist es dann hin und her. Aber wenn ihr ganz konkrete Fragen habt, dann werdet ihr in der Regel von fast allen konkrete Antworten bekommen. Und was halt auch ganz gut funktioniert, halt gerade in Berlin, weil es so viele gibt und weil es so einfach ist, einfach so ein Lunch-Treffen. Ja? Also einfach Leute anhauen, von denen ihr Wissen haben wollt und sagt, wollen wir irgendwie zum Lunch treffen, halte ich ehrlich gesagt für die beste der Möglichkeiten, besser noch als einfach Mails zu schicken. Kann man das Nützliche mit dem Schönen verbinden. Angenehm verbinden, ja, genau. ich würde gerne von dir noch wissen, wie ist der aktuelle Stand bei PICT? Ihr habt ja die komfortable Ausgangslage gehabt, dass ihr einen Mäzen im Hintergrund habt, der euch Geld gegeben hat, was ja leider in Deutschland auch eher die Ausnahme ist. Das ist ja, also wir hatten uns zum Start vorgenommen, dass wir 10.000 Subscriber innerhalb von 12 Monaten bekommen wollten, und da sind wir jetzt eigentlich schon fast. Also im September sollten wir auf jeden Fall die 10.000 voll bekommen. Also insofern sind wir da irgendwie im Plan. Wir wussten aber von Anfang an auch ganz genau, dass es halt wahnsinnig schwer ist, weil wir eben kein klassisches klickgetriebenes oder kommerzielles Modell verfolgen. Also uns geht es tatsächlich halt, und deswegen ist es tatsächlich ja ein unfassbarer Luxus, dass und auch notwendig einfach, dass Conny uns da diese Finanzierung zukommen lässt. Uns geht es halt wirklich darum, guten Journalismus zu feiern. Ja? Ob der jetzt irgendwie viele Klicks produziert oder nicht, oder ob der für Werbekunden interessant ist oder nicht, kann uns tatsächlich egal sein. Das wollen wir eigentlich jetzt auch erstmal nicht ändern, weil ich glaube, was in diesem ganzen Startup-Hype schon echt untergeht, ist einfach, dass am Ende des Tages müssen wir uns halt wirklich Gedanken machen, wo halt der gut recherchierte, gesellschaftlich relevante Journalismus herkommen soll. Und wie wir vorhin halt schon erfahren haben, in den meisten Förderprogrammen ist das kein Kriterium. Das Kriterium ist technologische Innovation. Und das ist toll, das verstehe ich auch, das ist wichtig für den Standort Deutschland. Da sind halt auch die Assets, ja, also wenn man irgendwas verkauft, dann verkauft man halt die Technologie. Also ich kann das total nachvollziehen, aber ich glaube, wir müssen da einfach andere Strukturen aufbauen. Genau, vielleicht und besser gerne. Eine Sache noch, die wegen der Werbung, weil das ist ja auch noch Teil der Frage gewesen, sehe ich gerade, ob man sich auf Werbung konzentrieren kann. Dann würde ich wirklich ganz, ganz dringend abraten. Also klassische Werbung, nicht nur, weil ich es schlecht finde, weil ich glaube, dass der Journalismus darunter leidet, es ist einfach nicht mehr lukrativ 2016. Also die Anzahl, die Masse an Klicks, den Traffic, den ihr produzieren müsst, um mit klassischer Bannerwerbung noch irgendwie auf den 4-stelligen Bereich im Monat zu kommen, der ist absurd. Das werdet ihr mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht schaffen, auch wenn ihr irgendwie alle dreckigen
Clickbait-Tricks nutzt, die es halt irgendwie gibt. Ja, das ist einfach, das Netz hat sich so stark weiterentwickelt, die Konkurrenz um Aufmerksamkeit ist so unfassbar gestiegen, dass einfach die Vermarktung von Klicks alleine euch nichts bringt. Was man halt noch natürlich machen kann, ist sogenannte Native Advertising. Das heißt also, ihr schafft es irgendwie so cool als Marke zu sein, wie Weiß jetzt zum Beispiel oder BuzzFeed, dass ihr halt Werbekunden sagt, pass mal auf, ihr irgendwie als Dr. Oetker habt keine Ahnung, wie man an eine junge, coole Zielgruppe rankommt. Wir offensichtlich schon, das seht ihr irgendwie an unserer Marke und unserem Zielpublikum. Wir machen einfach irgendwie coole Werbung für euch, die dann funktioniert. Und dafür kann man halt dann ganz andere Summen verlangen, als jetzt mit klassischer Bannerwerbung. Aber ganz klare Empfehlung, Bannerwerbung, überlegt nicht mehr dran, schafft ihr nicht. Und was würdest du als spannende Medienstartups der letzten 2 Jahre benennen, die man sich genauer anschauen sollte? Also The Correspondent finde ich tatsächlich spannendste, muss ich sagen, weil die es geschafft haben, mit wirklich gutem Journalismus, ohne groß jetzt irgendwie technischen Hexenwerk oder irgendwie dreckigen Tricks, sage ich mal, ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen. Ja, also die schaffen es tatsächlich, und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der Journalismus einfach grundsätzlich steht, egal ob von Startups oder von den großen Betrieben, die schaffen es einfach, den Lesern klar zu machen, warum es wichtig ist, dass es diesen Journalismus gibt und warum dieser Journalismus einfach Geld wert ist. Das klingt total trivial, aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, Pauline, der Konkurrenzkampf, der Aufmerksamkeit ist so gewaltig, es gibt so viel umsonst, überall wird an meiner Aufmerksamkeit gezerrt im Internet. Das heißt, es gehört schon wahnsinnig viel dazu, den Leuten halt klarzumachen, warum ich zusätzlich zu dem, was es alles umsonst gibt, jetzt halt noch Geld ausgeben soll für das, was dann irgendwie XY anzubieten hat. Das ist das eine. Was ich halt auch echt spannend finde, ist Korrektiv oder eben das ProPublica, weil ich finde, dass es tatsächlich ein, also man muss, denke ich, verstehen, dass dieser ganze Informationsbereich einfach ein Ökosystem ist. Ja? Und das verändert sich natürlich zur Zeit. Und früher war das halt relativ einfach. Ich hatte halt einfach irgendwie Inhalte und ich habe irgendwie diese Inhalte, mit diesen Inhalten Aufmerksamkeit erzeugt und die Aufmerksamkeit habe ich halt dann irgendwie in Werbeeinnahmen umsetzen können. Und heutzutage funktioniert das halt nicht mehr so einfach. Ja? Also Facebook hat sich im Endeffekt über alles übergelegt und Facebook vermarktet jetzt die Aufmerksamkeit, egal von wem. Und immer mehr oder immer weniger Leute verstehen überhaupt, wo die Inhalte herkommen und sagt dann halt irgendwie, ich habe auf Facebook gelesen. Ja, das macht das irgendwie schon relativ deutlich, was sich da verschoben hat. Und ich finde, Korrektiv erfüllt einfach in diesem Ökosystem jetzt halt einen sinnvollen Knotenpunkt, ja, oder eine sinnvolle Funktion. Immer mehr versuchen auch zu einer Art Publisher zu werden, was ich ehrlich gesagt nicht für so wahnsinnig sinnvoll halte. Gestartet haben sie ja mit dem Ansatz, dass dort einfach zentral die Art von Recherche passiert, die sich niemand sonst noch leisten kann und dass sie dann aber halt gar nicht versuchen, selbst die großen Vertriebserfolge zu erzielen, sondern im Endeffekt sich auf Partner verlassen. Ja? Und ich finde, so kooperativ sollten wir viel mehr denken, also viel mehr überlegen, wo kann ich halt mit anarbeiten und nicht immer versuchen, halt irgendwie jeden einzelnen Aspekt selbst abzubilden und immer selbst zur riesengroßen Medienmarke zu werden, was einfach ungleich viel schwerer ist. Welche Arten von Finanzierung als gibt ihr eine Chance? Wie sollen, können sich Medien-Startups Medien-Startups finanzieren? Das ist eine gute Frage. Da geht es um... In der Tat, ja. Also, was würdest du sagen, Frederik? Ja. Also gerade hatte ich schon das haben die Krautreporter ja auch versucht, sind nicht ganz so erfolgreich wie die Correspondent, aber wie gesagt, sind es halt im dritten Jahr. Ich bin zuversichtlich, dass ihr auch einen Weg findet, Pauline. Es ist halt einfach sehr mühsam. Ne? Also ich glaube aber dran, dass es sich lohnt, wirklich so zu denken, vorzugehen, für was sind einfach meine Leser bereit, halt Geld zu machen. Ne? Es wird aber einfach viele Bereiche geben, da wird man auch mit der härtesten Arbeit und den besten Argumenten die Leute nicht überzeugen. Also es ist eine Möglichkeit, es ist aber unfassbar schwer. Und die andere Möglichkeit ist tatsächlich halt stärker in diesen Stiftungsbereich zu gehen. Also auch da ist halt das Vorbild dann in Amerika ProPublica oder jetzt in Deutschland. Also wenn man halt wirklich diese Art von Journalismus machen möchte, vorangeschickt, ist dann eben Korrektiv oder eben auch die Schwingenstein-Stiftung. Wichtig ist halt, diese ganze Stiftung, also Schwingenstein-Stiftung und Korrektiv, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, die haben verargumentieren ihre Gemeinnützigkeit halt nicht mit dem Journalismus, sondern mit der Ausbildung und Fortbildung. Ja, deswegen macht die Schwingenstein-Stiftung eben Veranstaltungen wie diese und Korrektiv macht halt auch ganz viele Veranstaltungen zusätzlich zu der eigentlichen Kernaufgabe, nämlich dem Journalismus. Einfach nur, damit das Finanzamt halt da
also im Fall von Korrektiv ist das Finanzamt halt einfach irgendwie nicht auf die Top. Das Problem ist aber, es bleibt, solange das gesetzlich nicht wirklich einwandfrei geregelt ist, bleibt das ein Damoklesschwert, das über einem schwebt und man weiß halt nicht, ob das Finanzamt nicht irgendwann doch da drauf kloppt. Und insofern muss ich ehrlich gesagt, und daraus schöpft sich halt auch so ein bisschen, schöpfen sich meine warnenden Worte zu Beginn, ich sehe inzwischen für klassischen Journalismus halt echt schwarz. Das muss ich wirklich so klar sagen. Und möchte da auch jedem Gründer, da halt auch warnen, als große Hoffnung zu haben. Und wenn man es mit Inhalten probieren möchte, wirklich ganz viel halt einfach in Partnerschaften denken. Ganz viel halt irgendwie gucken, was gibt es halt an Fördertöpfen. Und das ist halt auch überhaupt nichts Ehrenrühriges, wirklich jeden Fördertopf, den es halt irgendwie gibt, anzuzapfen. Ja, sorry, dass ich da jetzt nicht mehr Optimismus verstreuen kann. Ich werde Optimismus verstreuen. Ich bin natürlich eine leidenschaftliche Gründerin. Und auch nicht, dass Hopfen und Malz verloren ist. Ich glaube sogar im Gegenteil, dass es total belebend sein kann, dass man eben als Gründer auf neue Wege stoßen muss, als Werbung, was halt schon immer funktioniert hat und jetzt einfach nicht mehr so funktioniert. Und man sich dann eben andere Sachen überlegen muss. In unserem Fall zum Beispiel Kooperation mit Regionalzeitungen, du hast es schon erwähnt, Kollaboration ist das große Stichwort. Da geht sicherlich die Reise auch ein Stück weit hin. Und was auch ein Bereich ist, den man nicht unterschätzen darf, sind Events und Veranstaltungen. Also die Leute sind, glaube ich, schon bereit, für Erlebnisse oder für Events Geld in die Hand zu nehmen, was man ja auch zum Beispiel an großen Konzerten sieht und an großen Veranstaltungen, die eben immer noch Geld bringen. Und ich finde es eigentlich eher toll, dass wir gezwungen sind, hier als Content-Startups neue Sachen zu überlegen und bin da gar nicht so pessimistisch wie du, Frederik, weil es tatsächlich auch in den letzten 2-3 Jahren total positive Beispiele gab von Startups, die ihren Weg gemacht haben, wie zum Beispiel jetzt ganz aktuell Übermedien von Stefan Niggemeier, die eben über Blendl finanziert werden. Und die Möglichkeiten sind ja total da, sei es jetzt mit Crowdfunding als Anschubfinanzierung oder mit anderen Möglichkeiten. Insofern muss man sich, glaube ich, einfach bewusst machen, dass als Plädoyer von meiner Seite, dass das kein Sprint ist, sondern eher ein Marathon. Also dass man auf jeden Fall 2 Jahre einplanen sollte mit Zeit und Geld, bis so ein Startup tatsächlich läuft, bis es schwarze Zahlen schreibt. Da ist man irgendwie nach ein paar Monaten noch nicht so wahnsinnig weit. Aber wenn man es ernst meint, glaube ich, gibt es durchaus Möglichkeiten. Und vielleicht als letzte Frage tatsächlich auch nochmal von Heidi, die gefragt hat, welche Bedeutung hat für euch die persönliche Vernetztheit on und offline? Welche die persönliche Marke? Das vielleicht als Schlussfrage, Frederik. Unfassbar wichtig, und das ist auch tatsächlich der Punkt, wo man, finde ich, halt gar nicht verlieren kann, wenn man den Schritt wagt. Ja, also egal wie skeptisch ich bin, dass man jetzt ohne weiteres auf nachhaltige Geschäftsmodelle stößt mit Journalismus. Was als sicher gelten kann, ist einfach, dass ihr halt eure persönliche Marke aufbaut und ganz anders wahrgenommen werdet, als halt irgendwie einer, klingt es böse, als es gemeint ist, aber als einer von Tausenden oder Hunderten von freien Journalisten, die sich halt einfach irgendwie auf diesem extrem überlaufenden Markt halt irgendwie durchsetzen müssen. Also insofern, unter dem Aspekt lohnt sich das unbedingt und ist wahnsinnig wichtig. Und es ist halt, ganz abgesehen davon, was man vielleicht an Geld dann irgendwie damit auch verdient, dass man halt eine Marke geworden ist, ist vor allem der große Mehrwert der, dass man halt mit ganz vielen spannenden Leuten, wie jetzt eben Pauline, in Kontakt kommt, die man wahrscheinlich sonst nicht angesprochen hätte oder die man sonst nicht kennengelernt hätte. Und so lernt man halt unfassbar viel. Ja, man tauscht sich aus, man lernt wahnsinnig viel. Man hat immer einen Grund, eben spannende Unternehmer anzusprechen und kennenzulernen. Und das ist tatsächlich für mich auch ein Fazit. Also ich bin mit keinen von meinen Gründungen jetzt auch nur ansatzweise reich geworden, was das irgendwie Kontostand betrifft, aber ich bin wirklich wahnsinnig reich geworden an Kontakten und Erfahrungen. Und das alleine hat es für mich unbedingt wieder gut gemacht und ich würde es jederzeit wieder machen unter dem Aspekt. Ein großartiges Schlusswort, Frederik. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du uns Einblick gegeben hast in die Gründung eines Medienstartups, die unterschiedlichen Phasen, die unterschiedlichen Förderprogramme. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Und der Hinweis zum Schluss, dass es noch ein Webinar gibt am 25. September zum Thema erfolgreiches Crowdfunding.
Da darf ich euch hoffentlich wieder begrüßen und wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Abend und eine gute Zeit. Vielen Dank. Tschüss.